Ellie ist hochmotiviert. Die Malinois-Hündin kann über Stunden eine Fährte im Busch verfolgen und die gesuchte Person stellen. Sie ist darauf abgerichtet, im südafrikanischen Kruger-Nationalpark Wilderern das blutige Handwerk zu legen. Ihr Herrchen möchte aus Angst vor Repressalien unerkannt bleiben. Wo der Boden hart ist oder viel Gras wächst, können wir die Fährte nur schwer aufnehmen. Aber Hunde mit ihrem Geruch sind schon. Und sie sind schnell, wenn wir sie von der Leine lassen. Wenn die Fährte noch frisch ist, ist es für sie ein leichtes, Wilderer zu fassen. Finden die Ranger einen Nashornkadaver, dann lassen sie die Hunde los. Mehr als 1200 Nashörner sind 2014 von Wilderern abgeschlachtet worden, zwei Drittel davon im Park. 2015 droht dieser traurige Rekord noch überboten zu werden. Die Hörner der Dickhäuter werden zu Pulver verarbeitet und in Asien teuer als Potenzmittel verkauft. Der Kruger Park grenzt an Mosambik, wo viele Menschen in Armut leben. Dort rekrutieren mächtige Gangs die Wilderer. Die meisten der hier Verurteilten sind Mosambikaner. Aber illegales Jagen ist ihnen oft schwer nachzuweisen. Bei der Nashornwilderei geht es um viel Geld. Sie bekommen in der Regel den bestmöglichen rechtlichen Beistand. Es ist ein langer Prozess und sehr oft versucht die Verteidigung, das Verfahren zu verschleppen. Aber immer wieder kommt es auch zu Verurteilungen. Dieser Mann wurde von einem Hund geschnappt und zu 7 Jahren Haft verurteilt.